Hallo Leute, ich bin's, der Tobson, und ich will das Commentary mal ein bisschen dafür nutzen, um, ja, gut, ich will jetzt nicht sagen, über Ubisoft herzuziehen, aber eigentlich schon. Obwohl, es gibt natürlich auch andere Spieleentwickler, die das machen mittlerweile, aber Ubisoft hat sich halt in den letzten 3 Jahren da echt einen Namen gemacht, muss man nun mal sagen. Und zwar einen relativ negativen Namen, in dem Sinne, was das angeht. Und zwar, ihr habt es schon im Titel gelesen, Downgrades. Es geht heute um Downgrades, mal ganz kurz, um Grafik-Downgrades. Für die, die nicht wissen, was das ist, ganz kurz erklärt. Als Beispiel, es kommt zu einem neuen Spiel einem Teaser-Trailer oder Gameplay-Trailer raus. Und die Grafik sieht in diesem Trailer übelst geil aus. Ja, und natürlich wird dort verkauft, das ist Gameplay-Footage, also Gameplay-Szenen, Originale von der Xbox One oder meinetwegen PS4. Ja, und dann kriegt das Spiel plötzlich 2 Wochen oder so, bevor es rauskommt, ganz zufällig ein Grafik-Downgrade und die Grafik sieht einfach mal grotesk schlecht aus. Gut, das nicht immer, aber deutlich schlechter als in den Gameplay-Trailer angepriesen. Und das hat Ubisoft in den letzten Spielen eigentlich immer gemacht, fast immer. Ja, bei The Division als bestes Beispiel, bei Watch Dogs 2, das war nämlich das letzte Spiel, was ich mir bisher geholt habe von Ubisoft vor einer Woche. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass es deutlich schlechter wieder aussah als im Trailer. Es ist jetzt nicht so, dass es total scheiße aussieht, das ist nicht der Fall, aber es sieht schlechter als im Trailer aus und das war bei The Division ja auch ziemlich der Fall. Ja, sah die Grafik einfach viel besser aus. Oder wenn man sich einfach mal zurückerinnert an Watch Dogs 1, die Grafik sah einfach atemberaubend aus, ja, das war genial. Wäre das so im realen Spiel gewesen, dann wäre das mega geil gewesen. Aber nein, Ubisoft hat sich gedacht, da haben wir noch ein bisschen zu hoch geschraubt mit den Grafikanforderungen. Ein High-End-PC hätte das vielleicht geschafft, ja. Aber da haben sie sich dann gedacht, ja, schrauben wir mal ein bisschen runter, ne? Aber jetzt haben wir das Spiel ja schon mal geil gezeigt mit geiler Grafik. Verraten wir den Leuten da erstmal jetzt nichts von, dass es gar nicht so toll aussieht, ja. Und dann kommt es aus dem Markt, man kauft es und es sieht behindert aus. Im Gegensatz zum Teaser-Trailer. Und das ist eine Sache, die kann meiner Meinung nach nicht angehen. Und irgendwie wird der Kunde ja auch angelogen. Ja, der Kunde kriegt was gezeigt in einen Trailer und letztendlich kriegt er dieses nicht, was in diesem Trailer gezeigt wird. Das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen eine Art von Betrug. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da zu weit greife, aber es sieht für mich teilweise so aus. Ja, man kriegt einfach was, was man damals in einem Trailer gezeigt bekommen hat, nicht. Ja, man kriegt es einfach schlicht und ergreifend nicht. Doch, man kriegt es schon, aber schlechter. Ja, es sieht einfach von der Performance her sowieso auch nicht so gut und es sieht von der Grafik her einfach nicht so toll aus. Ich bin zum Glück keiner, der jetzt mega viel auf Grafik schwört. Ich bin keine Grafik-Hure unbedingt. Ja, klar finde ich auch schon mal Grafik schön. Wer findet das denn nicht? Aber ist für mich nicht das Wichtigste, deswegen habe ich mir Watch Dogs 2 trotzdem geholt und es macht auch eigentlich echt Spaß. Es geht mir aber trotzdem auf den Sack, dass Ubisoft uns ständig anlügt und es machen auch viele, viele andere Spieleentwickler mittlerweile und das geht mir auf die Eier. Es geht mir richtig auf die Eier. Also in dem Fall danke Ubisoft nicht für euren Scheiß, den ihr da manchmal fabriziert. Ja, kriegt euch mal ein bisschen auf die Kette, wenn ihr schon was rausbringt. An Teaser-Trailer oder Gameplay-Trailer, dann zeigt auch die Wahrheit und nicht die pure Lüge. Ja? So wie es nämlich nicht aussieht im Endprodukt. Ja, kommt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Mir geht es nämlich mittlerweile auf den Sack, diese Scheiße. Also, haut rein, bis zum nächsten Video und guckt mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr das Ubisoft Downgrade-Video. Dort seht ihr mal heftigerweise, wie krass die Grafik wirklich runtergeschraubt wurde teilweise von Ubisoft in den ein oder anderen Game. Ja, das ist echt heftig. Also haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.